weißt du, das Tolle ist, ja super, genau so, das klingt so schön, so, weißt du, so, das ist auch gut für die Lunge so irgendwo. Und das ist wirklich dieses Zeug, was er da genommen hat, das gibt es wirklich in der Apotheke. Das ist eigentlich so für Leute, die Probleme haben mit Blüten, also so Algeriker, weißt du? Du meinst Allergiker? Ja, ich meine, also wenn halt die Polen fliegen, weißt du? Andi, du meinst die Pollen? Das stimmt, die anderen kommen ja mit dem Bus. Stimmt, ja. Aber nicht bei uns. Laut Online-Lexikon ist ja ein in Deutschland lebender polnischer Comedian aus Schwupsk. Arbeitet hier aber bei uns bei Müller & Friends ganz legal auf Rechnung. Wir haben es wirklich probiert, ehrlich. Sind aber sehr, sehr froh, dass er jetzt heute da ist. Aus Polen, herzlich willkommen, Marek Fis! Was für eine geile Überleitung, ja. Andreas, echt. Ich schenke dir eine Reise nach Polen, ja. Aber ohne Rückfahrticket, ne? Da kannst du mal bei uns Spargel stechen, ne? Ja, aber waren Sie schon mal in Polen, ne? Nee. Gut, ich meine, Sie, ja? Gut, ich meine jetzt nach 45, ne? Ja, ist echt, ne? Ja, aber hier habe ich auch gehört, Daniel macht 200 Auftritte im Jahr, ne? Gut, das schafft meine Schwester auch. Aber im Monat. Ne? Und ja, aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich war auch großer Gegner dieser ganzen EU-Osterweiterung. Ja? Weil diese ganzen Rumänen, Bulgaren, Slowaken, die nehmen uns Polen in Deutschland die Arbeitsplätze weg. Ne? Muss ich sagen, bin ich nicht zufrieden. Ne? Aber gerade eben hat mich mein Schwager Władziu angerufen und hat gesagt, Marek, wir haben heute 6-2 gewonnen. Ja? Haben wir Polen heute gespielt. Ne? Ja, gegen wen denn? Ja, gegen Deutsch-Russland. Ne? Deutsch-Russland? Ja. In Berlin-Neukölln, ne? Auf offener Straße. Ne? 6 von denen, 2 von uns. Ne? Aber ich bin happy, hier zu sein. Ja, aber ich gibt, ja, vielleicht, ja, ist ein bisschen unhöflich. Also ich finde das toll, dass Sie sind heute Abend hier meine Gäste. Ne? Weil normalerweise, wenn ich abends bei Ihnen zu Gast bin, Sie sind nie zu Hause. Ne? Aber ich bin nicht alleine hier, also ich wohne in einer Problemgegend auch und bei uns wohnen nur Kriminelle und Schwerverbrecher im Haus. Ne? Also über mir ein russischer Waffenschieber, ne? Unter mir ein türkischer Gemüsehändler. Ne? Aber die größte Drecksau, der muss natürlich neben mir wohnen. Ne? Ja, ein FDP-Politiker. Ne? Ja, aber ich bin nicht alleine hier, also ich bin auch verheiratet. Nicht? Also ja, meine Frau heißt Rosetta. Und sie hat einen türkisch, anatolisch, bulgarisch, sächsisch, polnischen Migrationsvordergrund. Ne? Ja, durfte jeder schon. Ne? Ja, tu nicht so. Ne? Ja, hier. Und ich habe auch einen Sohn, nicht? Also er heißt Kurwa Andrzej. Und bei uns in Polen ist nicht so. Man holt nicht gleich Supernanny, ne? Wenn man Streit hat. Das macht man nicht. Ne? Nee, weil polnischer Supernanny, das ist ein ehemaliger 86-jähriger deutscher SS-Offizier. Ja, der wird immer aus Argentinien eingeflogen. Ne? Ne, ist nicht einfach für uns Polen hier, muss ich sagen. Ne? Also Sie merken schon das Niveau heute, wo bei mir ist, ne? Die Messlatte liegt tief. Ne? Aber war hier alles dabei, Musik, Kabarett, Comedy. Ne? Ja, und ich bin heute so ein bisschen der Gegenpole. Ne? Aber ich bin heute auch unterwegs gewesen hier und war ich in einem Elektronikmarkt und habe ich mir eine DVD gekauft. Ne? Und die hieß Best of Florian Silbereisen. Ne? Ja, geht 3 Minuten 32. Ist aber auch viel Scheiß dabei. Ja. Aber ich gucke auch gerne Fernsehen, ne? Läuft viele schöne Sachen hier. Letztens mein Lieblingsfilm, kann man sagen, mit Jeanette Biedermann. Ne? Da kann sie zeigen, was sie hat. Ne? Anal und die Liebe. Ne? Ne? Ist wirklich toll. Ne? Ja, kennst du auch. Ne? Aber das ist wirklich so. Ich habe auch viele Sachen kennengelernt. Ne? Was war noch? Was hier? Meine Lieblingssendung, kann man sagen. Ne? Die heißt Inzeststadel, Musikantenstadel. Und da war ein Zwillingsbrüderpaar, ja, und die hießen Klausi und Hansi. Ne? Und ich habe ein Lied gesungen
Papa ist nur nachts zärtlich. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, Zwillinge, klein, dick, hässlich, wie unter Drogen und geistig verwirrt. Ja? Und das im besten Abendprogramm, liebe Deutsche. Bei euch wird sowas Volksmusikstar, bei uns Präsident und Premier. Also, wir werden auch immer diskriminiert, nicht? Ja, du brauchst nicht lachen, du kommst aus Bad Cannstatt, kannst auch nicht richtig Deutsch, ja? Aber hier hat man, wollte man mich bescheißen, habe ich bekommen ein Becks Schöfferhofer Grapefruit Lemon Flavored with Dragonfruit Light. Also das hat so viel Prozent wie polnische Leitungswasser, ja? Warte mal, ich komme mal hier runter zu dir, keine Angst, ich rieche immer so, ne? Ja. Hier, sauf du, weil du musst mit dem Alten noch nach Hause fahren. Ne? Ja. 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 Ja, ja, ja. Aber ich habe gesehen, wo hier die Blicke hingehen. Nicht? Das ist klar, ist die Hose. Das ist ein Modell Urinowski. Ne? Das ist Haute Couture. Ne? Betonung auf Kott. Ne? Entschuldigung, Mama. Aber ja, die habe ich gekauft in Berlin, nicht in KDW, Kaufhaus des Westens, kennen Sie, ne? Da um die Ecke, bei Humana Secondhand. Ja, ja, in der Reizwäscheabteilung. Ne? Und viele fragen mich auch, Marek, warum kaufst du die Hose nicht auf Polenmarkt, wie wir immer machen? Ne? Nee, nee, auf Polenmarkt, ne, mache ich nicht. Ne? Weil wenn ihr zu uns kommt auf Polenmarkt, denkt ihr, ihr habt die Hose von 80 auf 40 runtergehandelt, habt ihr Schnäppchen gemacht. Ne? Ja, wir wissen, wir haben euch immer noch um 38 Euro beschissen. Ne? Ja, aber ich will nicht immer nur draufhauen, weil ich habe mir letztens eine kann man sagen, klar gemacht. Ne? Also die war billig und willig, ne? Genau mein Ding. Ne? Und ja, die hieß Waltraud, nicht? War 74, konnte nicht mehr wegrennen. Also. Und die hatte so ein wunderschönes Tattoo, ne? Also so wunderschön. Das war eine Couch, ne? Auf dem Nacken, ne? In Originalgröße. Ne? Aber ihr Deutschen seid doch immer alle so Nordic Walking, Pilates, laktosefrei, ne? Ja, und vor allem Bio, ne? Was ist Bio, ne? Das Allerschlimmste ist ja Bionade, ne? Pferdepisse mit Kohlensäure, ne? Ja, bei uns ist Bio, ja, wenn meine Oma die geschlachtete Sau nicht auf der Sofa ausbluten lässt, ja? Wirklich so, ne? Aber eigentlich noch schlimmer kann man sagen, ist nur noch Boris Becker. Hat er wirklich gesagt, hier, Boris Becker, das ist Katastrophe, ne? Aber ich habe keine Angst, ne? Weil der kommt nicht zu uns nach Polen, ne? Nein. Weil wir haben keine schwarzen Schönheiten, ne? Ja, wir haben nur osteuropäische Minderjährige. Ne? Ja, da habe ich eher Angst vor Lothar Matthäus. Ne? Aber wie sieht aus? Sind heute Singles hier vielleicht? Sind Singles heute hier? Jetzt meldet sich keiner, ne? Ist klar. Ne? Ja, aber ich habe auch MSN, StudiVZ, Facebook, ICQ, MSN Messenger. Ja? Sie müssen einfach nur suchen nach Ostblock Latino. Ne? Aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen, muss ich beeilen, weil ich werde langsam wieder nüchtern. Ne? Ich fühle mich also ein bisschen so wie Ausländer in Rostock, ne? Ja, erschlagen. Ne? Ja, aber vielleicht noch kleine Hinweise, also ich stehe gleich da vorne und verkaufe ich meine DVDs, ne? Ist jetzt Happy Hour, habe ich hier mitgebracht. Das ist einmal Roland Emmerich 2012. Twilight, the New Moon. Ja, auch als Blu-ray und... ja, vielleicht noch kleiner Hinweis, also nächste Woche, ich bin zu sehen in große TV-Produktion, wirklich mit vielen internationalen Topstars aus der Branche, ist alles dabei, was einen Namen hat. Ne? Ja, vielleicht merken Sie sich dieses Gesicht. Aktenzeichen XY ungelöst. Ja, ja, ich mache jetzt Schluss, weil ich habe jetzt noch Auftritt bei Mediamarkt. Ne? Ja, nach Ladenschluss, ne? Weil das ist mein Laden. Ja, danke schön.
Der Promi unterm Hirsch, so ist, heißt unsere Rubrik, wo wir ja, interessante Zeitgenossen uns einladen, die über ihren aktuellen Lebensstand berichten möchten. Und mein nächster Gast, Marek hat ihn schon kurz eben erwähnt, ist ja einer, der sich, glaube ich, sehr gut auskennt mit dem anderen Leuten ein Geweih aufsetzen. In diesem speziellen Fall wollen wir jetzt aber alles erfahren, was es Neues gibt vom Babyglück im Hause Boris Becker. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend Zeit gefunden hat. Hier ist Boris Becker. Andreas! Ja. Andreas! Okay, mal aus dem Bild. Du, es tut mir leid, aber Boris Becker wird doch nicht dein Gast sein. Er hat abgesagt. Ach nee, so kurz vor knapp. Ich meine, wir sind doch jetzt schon hier dran. Das ist doch jetzt, wie soll das gehen? Wo ist er denn? Es tut mir leid, also er kann nicht. Aber eine Kollegin von uns, die hat ihn gerade nämlich zum Interview bekommen. Ah. Herr Becker, Sie hätten Ihren Auftritt bei Müller und Friends abgesagt, stimmt es? Das ist richtig, ja. Ja, woran liegt's? Gibt's persönliche Animosität, Babystress oder wie oder was? Nein, also ehrlich gesagt würde ich den Müller schon mal ganz gerne selber treffen, ne? Und wie? Naja, so mit dem Tennisschläger, so zwischen die Lichter. Reicht der Punkt da dafür aus? Klar, kommst du mit nach hinten, dann zeige ich dir, wie gut er noch ist. Das habe ich mir fast gedacht.